Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im Rahmen meines 24 Monate langen Langzeittests meines Ford Kuga Plug-in Hybrid möchte ich euch heute mal ein ganz bestimmtes Thema hier präsentieren, das mir bei der Recherche, bevor ich mir dieses Auto gekauft habe, beziehungsweise auch nachdem ich mir so ein bisschen Informationen rangeholt habe, dieser Plug-in-Hybrid ist der erste Step, mein erster persönlicher Step in Richtung E-Mobilität. Ich fahre seit über 30 Jahren Verbrenner und habe jetzt einfach gedacht, so ein Plug-in-Hybrid ist für mich optimal. Das heißt, ich kann immer noch meinen Verbrenner fahren, kann aber auch schon bis zu 60 oder 70 Kilometer rein elektrisch fahren. Das heißt, so als Übergang zum Vollelektroauto habe ich gedacht, wäre das eine tolle Idee. Ist es bisher auch. Ich habe den Wagen jetzt 2 Monate, habe sehr, sehr viele Videos gemacht. Guckt euch einfach die Playlist unter dem Video in der Videobeschreibung an. Heute soll es aber mal um ein Thema gehen. Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Herrschaften gibt, die Plug-in-Hybriden ja verteufeln fast schon. Das sind Kanäle, die sich mit E-Mobilität beschäftigen. Deswegen habe ich mich am Anfang sehr gewundert, die teilweise auch Hybrid, also Plug-in-Hybrid-Autos testen. Infrastruktur, Ladeinfrastruktur und so weiter auch gesponsert werden und dann aber teilweise davon abraten, weil Plug-in-Hybride Mogelpackungen wären. In den Headlines der Videos gibt es dann irgendwie bloß nicht kaufen. Umweltsäue, also Leute, die so, ich habe ja, was ist denn da los? Habe mich da dann natürlich mal erkundigt. Und habe natürlich auch die Videos mir angeschaut. Ich will jetzt auch keine Kanäle nennen. Ich werde auch keine Links verlinken. Diese Links werde ich nicht in die Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr euch fürs Thema interessiert, werdet ihr wissen, wer das ist. Und habe dann einfach mal gedacht, okay, diese Modi, es gibt zum Beispiel einen bestimmten Modi, der völlig verteufelt wird, den durfte man gar nicht einbauen in solche Autos, wird da immer gesagt und geschrieben. Und zwar ist es dieser Lademodi, der Motor läuft und lädt zusätzlich den Akku. Und das wäre ein furchtbar, also da würde man wahnsinnig viel Sprit verbrennen und das würde überhaupt nichts bringen. Im Gegenteil, das wäre schlechter vom Verbrauch her als bei einem normalen Benziner oder beim normalen Diesel ohne Hybrid, geschweige denn ohne Plug-in-Hybrid. Und ich habe mir das die ganze Weile dann angeschaut und habe gesagt, okay, es bringt aber keiner jetzt, sagen wir mal, so einen richtigen Beweis. Das heißt, es werden da irgendwelche Zahlen genannt, aber es fährt, ich habe jetzt mal gedacht, okay, warum fährt denn mal keiner mal einen längeren Test mit diesem Modi, mit diesem Modus und beweist mal hier, ihr braucht dann 15 Liter oder so. Also habe ich mir gedacht, ich habe ja meinen Plug-in-Hybrid, ich habe ja schon ganz viele sehr positive Verbrauchsfahrten mit diesem Auto gemacht. Auch dazu bitte in die einzelnen Videos in der Videobeschreibung reingucken. Und dann habe ich mir gesagt, nimm dir doch mal 500 Kilometer nur mit diesem bösen Mod letztendlich vor. Und dann gucken wir wirklich mal in der Tat, was das bringt oder was das nicht bringt. Und dafür brauche ich natürlich länger, weil ich fahre diese Testfahrten jetzt nicht hier für die Videos in einem Stück, sondern ich benutze das Auto ganz normal. Manchmal fahre ich den ganzen Tag nicht. Wird also ein bisschen länger dauern. Und ich werde euch dann ein oder zwei Szenen mal dazwischen schneiden. Und ich denke, dass wir uns in einer Woche oder anderthalb hier wiedersehen. Für euch ist es natürlich ein Video. Logischerweise, ich werde auch hier in dem Video die Endergebnisse präsentieren. Werde ich dann alles zusammenschneiden. Und dann möchte ich einfach mal sehen, ob dieser böse Modus so furchtbar schlecht ist und ob die Plug-in-Hybrid-Fahrer, wie da behauptet wird, Subventionsbetrüger wären. Also meine Güte, wird, denke ich mal, eine überraschende Geschichte, denn ich bin ja teilweise auch schon in verschiedenen Modi gefahren. Guckt euch das einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
So, ich zeige euch jetzt nochmal gerade, wie das läuft mit dem Laden in diesem Modus, den ich euch vorgestellt habe. Dazu halte ich jetzt mal kurz an. Hier könnt ihr die Energieverteilung sehen. Wenn ich den Modus jetzt einschalte, dann hört ihr, jetzt ist der Motor angesprungen. Das seht ihr auch, dass der Motor jetzt angesprungen ist und die Batterie bzw. den Akku lädt. Wenn ich jetzt voranfahre, bleibt das letztendlich auch so. Das heißt also, der Motor lädt den Akku. So, dann muss ich ein bisschen schneller fahren. So sieht's aus. So, wenn ich jetzt aber Gas wegnehme und auch bremse, seht ihr mehrere Leitungen Dann seht ihr mehrere Leitungen in den Akku fließen. Das heißt, der wird nicht nur normal vom Motor geladen, sondern auch zusätzlich vom Rekuperieren und auch vom Bremsen. Ich gebe jetzt noch mal kurz Gas. So, ja, ich bin nicht angeschnallt. So, jetzt bremse ich und ihr seht mehrere Leitungen. Das hat eben auch zur Folge, dass es schneller, ihr könnt mit diesem Modus, also ich habe das zumindest gemacht, mit diesem Modus habe ich den Akku schneller auf 80% bekommen, wie an der Ladesäule. Ja, passend zu den Verbrauchswerten, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, habe ich mir jetzt hier etwas ausgesucht mit einem grünen Hintergrund, also viel Natur und Grün hinterm Auto. Bevor ich jetzt gleich die Kamera ins Cockpit richte, ich bin jetzt 502,8 Kilometer gefahren in diesem bösen Modus, der da heißt, Verbrenner läuft, um den Akku zu laden. Ich kann mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Aber bevor ich das jetzt euch zeige, die Zahlen, möchte ich euch Folgendes nochmal erklären. Ich bin jetzt für diese 500 Kilometer im ganz normalen Alltag, so wie ich ganz normal rumfahre, habe ich jetzt fast 15 Stunden gebraucht für diese und anderthalb Wochen für diese 500 Kilometer. Gefahren bin ich maximal 10% auf der Autobahn und dann aber wirklich nur Auffahrt rauf, Abfahrt runter. Ich bin etwa 30% Landstraße gefahren, 70, 80 Stundenkilometer schneller nicht. Und ergo ergeben sich dann noch 60% reine Kurzstrecke, Innenstadt, Stau, Berufsverkehr etc. etc. Also so, wie ich im Prinzip ganz normal fahre. Temperaturen, obwohl wir Anfang Mai haben, sind immer noch einstellig. Das heißt also, theoretisch bei 10, 15 Grad wärmer wären die Werte vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen. Ich bin ohne Klimaanlage gefahren, ohne Sitzheizung, also die ganzen anderen Verbraucher und Licht. Mit Licht bin ich auch kaum gefahren, Tagfahrlicht klar, aber die LEDs brauchen ja nichts, also auch nicht im Dunkeln. Also das nochmal so als Info für die Leute, die so nachfragen, oh, wie bist du denn gefahren? Ich bin generell energieschonend gefahren. Das heißt, ich wollte ja wirklich wissen, ich bin jetzt nicht rumgeschlichen, bin ganz normal gefahren, aber ich habe jetzt keine Ampelstarts gemacht. Ich habe da jetzt nicht voll drauf getreten, weder bei Verbrennermotorfahren noch bei E-Motorfahren. Also ich habe schon geguckt, wie man so als Elektroautofahrer eigentlich fährt, dass man sagt, okay, ich muss nicht mal voll draufhauen, ich kann ganz normal mit dem Verkehr mitschwimmen. Das heißt, ich bin ganz normal gefahren wie sonst auch. So, wollt ihr gucken? Ja, wahrscheinlich. Ja, schaut euch diese schönen Zahlen an. Also nochmal 15, fast 16 Stunden Zeit insgesamt, anderthalb Wochen habe ich circa gebraucht. 502,8 Kilometer bin ich gefahren und von diesen 502,8 Kilometern bin ich 230 Kilometer elektrisch gefahren und ich habe insgesamt gebraucht 5,1 Liter. Also, wer diesen Modus als schlechten, Umweltsünder-Modus oder sonst was verteufelt, sollte sich mal in einen Plug-in-Hybriden reinsetzen und sollte einfach mal ein paar hundert Kilometer damit fahren. Ich finde den Wert sensationell. Wie bin ich gefahren? Ich bin im Prinzip mit diesem Modus gefahren. Wartet, ich stelle euch den, ich zeige euch den mal nochmal ganz kurz. So, das ist der normale Modus, der A-Modus. Dann haben wir hier rein elektrisch fahren. Dann haben wir hier rein Maschine fahren. Und das hier ist der Modus,
Den stellt er mir jetzt im Moment. Ah, ja. Okay, ich bin noch auf Eco und darum stellt er mir den Modus nicht ein. Ich muss erst den Fahrmodi umstellen auf Sport oder rutschig oder wie auch immer. Normal. Bin ich ein zu viel. Ist live. Bleibt alles auf dem Video. Also ich muss erst auf Normal stellen und dann erst kann ich meinen EV-Modus auf den bösen Modus umstellen. So. Und jetzt springt auch sofort der Motor an. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist ja egal. Wie gesagt, ist alles live. Das heißt also, auf diesem Modi bin ich gefahren. Und zwar so lange, bis er den Akku, der Akkustand seht ihr über dem N unten. Ich könnte noch 14 Kilometer mit Akku, das heißt also mit Strom fahren. Habe ich jetzt aber nicht komplett leer gefahren. Dann wären die Verbrauchswerte natürlich noch ein bisschen besser, weil ich bin auch mit etwa 15, 20 Kilometer Restfahrzeit laut Akku, bin ich auch... bin ich auch gestartet und darum wollte ich natürlich das Ganze mal, ich mache jetzt gerade den Modi wieder aus, damit das Auto ausgeht, ich stehe hier auf dem Parkplatz, das muss ja nicht sein. So, wenn man dann in diesem Modi fährt, ist es so, dass wenn der Akku etwa 80% geladen ist, dass dann dieser Modus auch rein elektrisch fährt. Das heißt, ich habe dann jedes Mal mit diesem bösen Modus, den Akku bis auf etwa 80% geladen und bin dann, wackelt auch wieder ein bisschen, und bin dann die Elektro-Geschichte, also den Strom mit dem Eco-Modus abgefahren. Der Eco-Modus hat den Vorteil, er bringt die Leistung noch ein ganz klein bisschen nach unten. Im normalen Betrieb, so wie ich gefahren bin, merkt man das kaum. Und er rekuperiert etwas mehr, das heißt also beim Bremsen oder beim Gas wegnehmen schaufeln wir noch ein bisschen mehr Energie in den Akku rein. Das heißt also, böser Modus geladen bis 80% den Akku und dann auf den Eco-Modus umgeschaltet, dann wieder den Akku leer gefahren und wieder auf den bösen Modus umgeschaltet, um das Akku wieder aufzuladen. Und dann schafft man es, 5,1 Liter auf 100 Kilometer zu verbrauchen. Und was ich auch sensationell finde, und das muss man sich mal vor Augen führen, wenn ich jetzt ein bisschen großzügig bin, dann sage ich, ich bin fast die Hälfte der 500 Kilometer elektrisch gefahren. Und ich bin nicht ein einziges Mal an die Ladesäule oder an die Steckdose gegangen. Das heißt also, ich bin den Wagen so gefahren, wie man ihn böse nie fahren darf, weil man muss ja praktisch von einer Ladesäule zur anderen fahren, wenn man die teilweise die Kommentare hört, was natürlich Unsinn ist, weil das im normalen Alltagsverbrauch bzw. im alten Alltagstätigkeit gar nicht möglich ist. Zumal diese Plug-in-Hybride, und das muss man ihnen vorwerfen, die Ladezeit ist enorm lange. Also wenn ich da beim Einkaufen mal 20 Minuten bei Aldi das Ding lade, dann habe ich mir 5 oder 7 oder maximal 10 Kilometer drauf geladen. Das lohnt sich eigentlich nicht. Das ist ein anderes Thema. Also nochmal, die Verbrauchswerte sind toll. Also ich bin absolut begeistert und es soll mir keiner mehr kommen, der sagt, das ist ein ganz furchtbarer, katastrophaler Modus. Ja, ich finde die Werte sensationell. Ich bin immer wieder, auch bei den anderen Fahrwerten, maximale E-Reichweite von dem Auto, dann vollladen und den Rest bis auf 100 Kilometer fahren. Was braucht er? Ich bin da auf unter 2 Liter, auf 1,8 Liter gekommen. Immer wenn ich solche Tests mache, bin ich immer begeistert davon. Man muss immer bedenken, der Plug-in-Hybrid, der Kuga, ist ein mittelgroßer SUV und der hat mal eben mit dem Akku ein Gewicht von 1,85 Tonnen. Also, es ist kein Leichtgewicht und dafür sind 5 Liter bei nur internem Laden ist das ein sensationeller Verbrauch. Und ich muss noch eins ganz deutlich erklären, das mache ich oft in meinen Videos. Diese 230 Kilometer, die ich rein elektrisch gefahren bin, das war etwa 80% aller Kurzstrecken. Das heißt, bei 80% aller Kurzstrecken habe ich letztendlich keine Emissionen verbraucht. Das heißt, wir wissen ja alle, dass wenn so ein Motor, ob das jetzt wie hier in dem Auto ein Benziner oder auch ein Diesel ist, wenn der warm läuft, wenn ihr den morgens startet und er läuft warm, dann schaltet er den Cut aus und regelt irgendwie anders. Und das, was dann hinten an Emissionen in die Umwelt gerät, ist wesentlich mehr, als das Auto normalerweise in der normalen Betriebstemperatur verbraucht.
Und 80% der Kaltstarts habe ich nicht mit diesen 230 Kilometern. Das heißt nochmal, Plug-in-Hybrid nicht einmal geladen. Ich will keine Werbung für Plug-in-Hybrid machen und dass die nicht geladen werden soll. Um Gottes Willen, nicht missverstehen. Nur, ich wollte eben mal diese ganzen Herrschaften bei YouTube ja mal konterkarieren, sage ich mal, indem ich wirklich mal eine lange Strecke fahre und dann wirklich gucke, das habe ich tatsächlich gebraucht. Denn in den Videos wird immer nur theoretisch erklärt, dass das alles ganz furchtbar ist. Es wird aber kein Test gefahren und gesagt, okay, jetzt fahren wir mal 300, 400, 500 Kilometer. Die Arbeit habe ich mir jetzt hier gemacht und aha, es ist nicht schlimm. Nochmal, 5,1 Liter ist für so ein großes, schweres Auto optimal. Und die 230 Kilometer rein elektrisch. Ich bin in jeden Ort, ich bin in jede Stadt reingefahren, rein elektrisch, ohne Emissionen aus dem Auspuff, weil ich elektrisch gefahren bin und natürlich auch ohne Lärmemissionen. Und das sind alles Vorteile. Klar, es geht noch eine Nummer besser, das heißt, voll elektrisch fahren. Aber so weit bin ich halt noch nicht. Und viele Leute, die vom Verbrenner kommen, sind da auch noch nicht. Aber dafür ist gerade der Plug-in-Hybrid, finde ich, für den Übergang eine optimale Lösung. Und ich finde, wenn man solche Leute, Umweltsünder, Umweltsäue und was weiß ich was, Subventionsbetrüger, also die Leute würden sich die Autos nur kaufen, weil sie die Förderungen kriegen. Naja gut, ich kriege halt die Förderung, dann nehme ich sie halt auch mit. Ich bin ja kein Krimineller, wenn ich da nicht elektrisch fahre. Aber nochmal, wenn ich nicht extern lade, fahre ich immer noch 40-45% elektrisch. Und was ich da an Emissionen nicht verbrenne durch die Kaltstarts, die ich mir einspare, das ist doch schon wahnsinnig viel für die Umwelt. Nochmal, und wenn ich dann natürlich hingehe und immer wieder regelmäßig lade, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, wird es ja noch weniger und dann wird der Plug-in-Hybrid noch effektiver. Also insofern, bitte nicht verteufeln und die Herrschaften, die die Kanäle haben, einfach mal einen Tipp, macht euch mal die Mühe, wie ich zum Beispiel, und macht einfach mal einen Praxistest. Nicht theoretisch sagen, ich habe da gehört und der hat das erzählt, da werden Geschichten erzählt, da kommen Leasingautos zurück und die Ladekabel sind noch nicht mal ausgepackt, das Auto ist jahrelang nie geladen worden. Leute, das kommt vielleicht mal vor und es gibt auch, man muss ja auch bedenken, ich stehe öfter an der Ladesäule, wo die Kabel aus der Ladesäule rauskommen. Und wenn jemand sich so eine Ladesäule andauernd aussucht, dann braucht er das Kabel, was im Kofferraum ist, gar nicht. Also so kann sowas auch zustande kommen. Ich finde das furchtbar, wenn Leute so nach Hören sagen und wenn das dann auch noch sogenannte Fachkanäle bei YouTube sind, die teilweise gesponsert werden von Ladeinfrastrukturfirmen, von den Autoherstellern, weil sie die Plug-in-Hybride ja auch nett testen und damit ihre Klicks bekommen und damit ihr Geld verdienen und teilweise sogar auch gesponsert werden. Und wenn diese Leute, die sich von dieser Industrie, von der E-Mobilität-Industrie sponsern lassen, bezahlen lassen, in ihren Videos die Kunden, also Plug-in-Hybridfahrer sind ja Kunden, von Ladeinfrastruktur, wie auch immer. Wenn die dann Subventionsbetrüger nennen, da sollten die Firmen, die denen Geld bezahlen, mal hingucken in die Videos, was das heißt. Denn ich könnte mich durchaus, ich habe mich auch angesprochen gefühlt, ich bin ein Plug-in-Hybrid-Fahrer, habe ich gesagt, bin ich eine Umweltsau? Nein, bin ich nicht, das sehe ich anhand meiner Zahlen. Außerdem, wenn ich so einen Test nicht fahre, lade ich ja regelmäßig. Ich komme noch nicht auf die Hälfte, aber da kommen wir noch hin. Ich habe das Auto ja erst 2 Monate. Ja, also ich hoffe einfach, dass ich hiermit mit diesem Video dem einen oder anderen so ein bisschen die Befürchtung weggenommen habe, der sich interessiert und sich vielleicht wegen diesem Plug-in-Hybrid-Bashing, sag ich mal, fast davon abgebracht hätte, so ein Auto zu kaufen und dann wieder zum Verbrenner zurückgeht. Das ist ein absolut tolles Konzept und speziell, ich habe jetzt natürlich noch nicht alle Plug-in-Hybride gefahren. Ich stelle ein paar Autos in meinem Kanal vor, aber habe sie selber nicht gefahren, aber meinen hier, den kann ich natürlich logischerweise vorstellen und da kann ich mitreden. Ja, ich fahre das Auto nicht eine Woche oder zwei, mache einen Test und gebe den Wagen wieder ab. Nö, ich fahre den 24 Monate mindestens. Und über die 24 Monate mache ich hier in diesem Kanal auch meine Tests. Das heißt, alle Kleinigkeiten stelle ich in diesem Auto letztendlich vor. Finden
tut ihr das Ganze, maximale Reichweitenverbräuche, Ausstattung vom Auto, wie er läuft, die einzelnen Fahrmodi, die einzelnen Lademodi, alles einzelne Videos und es kommt noch eine ganze Menge mehr. Es wäre toll, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen würdet, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt unter das Video, beziehungsweise meinen Kanal abonniert, dann seid ihr bei allen Testberichten dabei. Ich bin ja nicht nur im Auto unterwegs, sondern sitze auch zu Hause am Arbeitsplatz und präsentiere euch auch andere Videos. Schaut da einfach mal in die Playlist rein, wird sicher für den einen oder anderen was dabei sein. Das soll es gewesen sein. Ich bin, wie gesagt, wieder mal begeistert von dem, was hier der Ford Kuga Plug-in Hybrid kann. Und ich glaube nicht, dass andere Plug-in Hybride so ganz völlig unterschiedlich sind. Das Konzept hier im Kuga ist sicherlich ein besonderes, durch den großen Motor auch noch. Der hat einen 2,5 Liter Verbrenner, einen Vierzylinder. Also ich sag mal, andere Plug-in-Hybride, die einen 1,2 oder 1,4 Liter Turbo haben, mögen vielleicht noch besser in der Ausbeute sein. Ich weiß es nicht, ich kann es noch nicht sagen, weil ich die nicht gefahren habe. Das müssten eigentlich die Kollegen bei YouTube wissen, weil die ganz viele Hybride gefahren haben. Aber warum solche Aussagen gemacht werden. Ich habe da so meine Theorien, die ich hier aber auch nicht rausbringen möchte. Aber ich fände es doof, wenn man durch solche Falschaussagen, ganz einfach Falschaussagen, weil 5,1 Liter für ein SUV ist kein schlechter Verbrauch und inklusive 230 Kilometer elektrisch gefahren, ich weiß, ich wiederhole mich mal wieder, finde ich sensationell. Das Konzept ist super. Und mit diesem super Konzept fahre ich jetzt bei Sonnenschein nach Hause. Macht's gut. Bis dahin, ich hoffe, dass wir uns entweder hier im Auto oder auf meinem Arbeitsplatz zum nächsten Video wiedersehen werden. Würde mich da freuen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.